praktiziere gerne eine friedvolle und wundervolle Art und Weise zu leben und versuche in Harmonie eigentlich zu leben mit allem. Auch mit diesem Moment jetzt, auch wenn ich ein bisschen nervös bin, dennoch versuche ich in Harmonie und Frieden und Ruhe, Gelassenheit zu leben. Ich denke mal, es war ein schleichender Prozess, der einfach über Jahre ging. Ich kann mich erinnern, so mit 16 habe ich ein wundervolles Buch gelesen über unser Unterbewusstsein und wie wir konditioniert sind und woran wir gewöhnt sind und wie wir allgemein leben. Und das war so ein Punkt, wo ich dann diese anderen Aspekte vom Leben, die ich schon hatte, wie zum Beispiel Interesse an den Lehren von Buddha, Interesse an Kung Fu vielleicht auch, Interesse an Yoga, Interesse an all diesen interessanten Philosophien, die eigentlich auf Harmonie sehr, sehr stark basieren. Und dann bin ich damit einfach so schleichend reingegangen, Stück für Stück. Und das ist ein Prozess, der einfach sehr, sehr lange dauert und manchmal gerne wieder aufkommt. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, da wieder die Basis reinzubringen, Mitgefühl. Das heißt, wann immer das aufkommt, es ist okay. Es war vielleicht ein Fehler, es war vielleicht etwas Schlechtes. Gut, ich versuche das nächste Mal ein wenig anders zu machen. Und das ist diese Selbstreflexion, die eigentlich so auch eine große Essenz ist von dem, was ich lehre. Da gibt es einen wundervollen Code und der nennt sich AFL. Das ist Acknowledge, Forgive and Learn. Das heißt, nimm es an, egal was passiert ist in der Vergangenheit, lerne raus, vergebe dir selbst und lerne raus, was passiert ist. Mach das nächste Mal vielleicht ein bisschen anders. Ne? Und selbst wenn es passiert, nimmst du wieder diesen Code, bis es langsam Stück für Stück für Stück für Stück für Stück so weit minimiert ist oder sich aufgelöst hat. Und das ist eine sehr, sehr friedvolle Praxis, weil du verzeihst dir dann selbst viel. Du vergibst dir selbst und du hast eine sehr, sehr schöne Ansicht zur Vergangenheit und du hältst nicht mehr fest und lässt sie einfach fließen, lässt sie einfach vergehen, ne, was sie letztendlich auch ist. Ja, Yoga ist so eigentlich das Leben an sich so für mich. Also es hat nichts mit irgendeiner Kultur unbedingt zu tun, mit einer Doktrin oder einer Vergangenheit, sondern es ist einfach, es bedeutet wortwörtlich Verbindung, Union. Und wir verbinden uns wieder so ein bisschen mehr mit uns selbst, mit anderen vor allen Dingen auch. Wir denken, wir sind getrennt. Du denkst, du wärst jetzt da und ich bin hier und wir sind getrennt voneinander. Aber es stimmt überhaupt gar nicht. Allein die Atmung, die wir haben, jetzt gerade in diesem Raum, in diesem Moment. Du atmest ein, was ich gerade ausgeatmet habe. Und deswegen ist es schwer zu sagen oder eigentlich sinnlos zu sagen, wir sind getrennt voneinander. Ich meine, intimer geht es gar nicht. Meine Luft, die ich jetzt ausatme, verbunden mit Sauerstoff, verbunden mit CO2, verbunden mit Edelgasen, die atmest du gleich wieder ein. Die geht Richtung Blut und Richtung Zelle letztendlich. Ne? Und dann zu sagen, wir sind getrennt, finde ich sehr schwer. Und jeden zu sehen wie sich selbst, jeden zu sehen so wie ein Familienmitglied, wie ein, wie ein Bruder, eine Schwester, wie einfach dieses Eine große Verbindung halt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist eigentlich Yoga für mich. Ne? Gepaart mit diesen Disziplinen, gepaart mit der Lebensweise, wie ich mich bewege vielleicht. Wie kann ich diesen Körper benutzen? Wie handle ich damit?
Als Mensch hat man immer Schwächen. Ja? Das heißt, du bist absolut unperfekt. Kein Mensch ist perfekt. Dieses Wort ist eigentlich überflüssig. Dieses Leben ist unperfekt. Dieses Wort ist absolut überflüssig. Und selbstverständlich habe ich Momente, wo ich sage, oh, ich weiß jetzt nichts. Ich weiß jetzt nicht weiter oder ich fühle mich gerade unruhig, ich fühle mich gerade unwohl, ich fühle mich gerade gestresst oder ich fühle mich gerade sauer oder wütend. Und die Idee ist eigentlich, nicht das niemals wieder zu empfinden, sondern wenn du das bemerkst, diese Selbstreflexion in Gang zu setzen, wenn du das bemerkst, oh, ich bin jetzt gerade gestresst, oh, ich bin jetzt gerade irgendwie durcheinander oder aggressiv oder unruhig, ja, das zu bemerken. Und hier kommt wieder Meditation. Nehme wahr, dass du wahrnimmst. Sei in dieser Wahrnehmung. Ja? Sei dir bewusst, dass du wahrnimmst. Und dann merkst du das. Ah, ich bin jetzt gerade gestresst, ich bin jetzt gerade unruhig. Okay, nicht schlimm. Was hier passiert, ist, ich füge meinem Körper Sauerstoff zu. Ja? Und durch Stress wird Cortisol durch unsere Nebennierenrinde ausgeschüttet. Stresshormone. Und diese Stresshormone werden abgebaut durch diesen Sauerstoff. Und ich entspanne mich. Ja, ich schaue, dass mein Körper wieder relaxed ist. Ja? Das heißt also, es ist nicht schlimm, irgendwas zu empfinden, traurig zu sein oder gestresst zu sein, sondern es ist gut, wenn du weißt, wie damit umzugehen. Meditation bedeutet für mich eigentlich zur Ruhe zu kommen, alles stillzuhalten, mich zu verbinden eigentlich mit dem, was gerade ist, eigentlich Frieden zu machen mit dem, was ist. Du machst Frieden, du machst aktiv Frieden, sitzt da, alles ist okay, egal was kommt und geht, du hörst etwas, du denkst etwas. Du fühlst etwas, du machst Frieden damit. Im Grunde ist es ein Training, wie du Frieden machst. Das heißt, du sitzt da, machst Frieden mit allen Dingen, die kommen und gehen. Du akzeptierst sie, du gibst ihnen Mitgefühl, bedingungslose Liebe. Das heißt, egal wie es ist, egal was für ein Geräusch da ist, egal was du gerade fühlst, ob es juckt oder ob es kitzelt, wie auch immer. Irgendwann praktizierst du bedingungslose Liebe gegenüber allem. Und das ist etwas Schönes, weil wenn du das hier praktizierst, kannst du es auch da draußen praktizieren. Andere Leute sind dann vielleicht genervt, schreien, hey, mach mal schneller da vorne, wenn du vielleicht in der Schlange stehst oder wenn du im Stau stehst und du denkst, ja, toll, Ruhe. Aber was kannst du verändern? Nichts. Wenn du dich aufregst, die Leute, die da vorne sind, die werden nicht schneller machen. Wenn du irgendwie unruhig wirst, es wird nicht großartig besser. Ja. Was du aber machen kannst, ist diese Zeit nutzen. Du fühlst dich friedvoll, fühlst dich harmonisch. Weil ich kann Feuer nicht mit Feuer bekämpfen, sondern muss es mit Wasser löschen. Und demnach ist es sehr, sehr wichtig, diesen Frieden zu fühlen, diesen Frieden mitzunehmen. Und man wird merken, und man merkt es aktiv, es ist eine direkte Veränderung, die passiert. Es ist nicht etwas, was du sagst, okay, kommt es in 20 Jahren oder 30 Jahren. Du spürst es jetzt in diesem Moment direkt. Und andere Menschen, die dich angeblicherweise stören, tun es nicht mehr. Dinge, die dich stören, stören dich nicht mehr. Und du machst Frieden mit diesen Dingen. Du machst das Beste aus deinem Leben. Und das ist eigentlich in dieser Phase, wo ich jetzt gerade meditativ, sag ich mal, drin bin. Und das ist eine Entwicklung und es verändert sich immer mehr und mehr und mehr. Und bis du letztendlich loslässt von allem.